Yo, 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 und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute leider zu spät in der Lobby, wie ihr schon seht. Und zwar geht es jetzt fast um den zweiten Uplink schon. Und dementsprechend sind wir auch nicht angesiedelt. Und deswegen wird in der Folge auch nicht so viel drin sein, aber versucht natürlich trotzdem, wie immer, alles zu reißen. Wahrscheinlich dauert es erstmal einen Tick, bis ich eingespielt bin. Ach ja, ich habe hier einen Detonator und keine Impulskanone, das vergesse ich. Oh, 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 da wurde ich aber... Hat er ein Schild? Nee, hat er nicht, hat er nicht! Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Auch den habe ich geholt. Sehr schön bis jetzt. Komm, wir rücken vor. Und das ist immer noch meine Lieblingsmap. Ganz klar. Was? Das ist die falsche Richtung. Warum? Rebellen-Uplink offline. Sehr schön. Infanteriegeschütz gesetzt. Rebellen, Rebellantengeschütz. Twi'lek ist aber auch down. Wieder ein Geschütz. Und ich bin mehr als verwirrt. Ah. Intelligente. Eigentlich wollte ich nur die Intelligente aktivieren. Egal, jetzt rücken wir so vor. Hier ist keiner. Was? Also viel zu einfach, da ist keiner. Sehr schön. Operation befehlsgemäß fortsetzen. Rebellen-Uplink gestört. Ah. AT-AT! Wie es scheint, kriege ich den, kriege ich das, kriege ich das, kriege ich das. Ja. Und wir sind gleichzeitig jetzt schon auf Platz 6. Und das ist gut, das ist sehr gut. Hier bin ich öfter AT-AT. Eigentlich fast die Lackerposition. Erstmal gucken. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Y-Wing-Bomber aufs Korn. Boba Fett hat Befehl, uns zu unterstützen. Es ist natürlich gut, wenn Boba Fett diesen Befehl hat. Okay, wird angeordnet. So, jetzt schließe ich da echt voll rein. Irgendwie ist da aber niemand. Warum nicht? Die Rebellen haben die Ablenkung. Jetzt kommen da ein paar raus. Wir müssen sie abschalten. Warum passiert nichts? So, nochmal angeordnet. Da ist jetzt nicht so viel passiert im AT-AT. Okay, jetzt kommen die Kills. Jetzt kommen hier die Kills. Okay. Was? Ich bin auch gar nicht down gegangen? Was ist da denn los? 8-0. Das kann doch gar nicht sein. Ich bin noch gar nicht gestorben. Ist ernsthaft so? Die Rebellen haben die Uplink-Station aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten. Oder ist das jetzt hier Verarsche? Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Ist es ernsthaft so, dass ich noch gar nicht down gegangen bin? Okay, irgendwann ist immer das erste Mal, ja. Sobald man davon spricht, war es das. Rebellanten! Einfach mal
Richtig, da ging es so richtig bald. Dann Rebellanten. Aber okay. Platz 6. Och man, lächerlich, lächerlich. Da holt einfach mal 3 Kills weg. Wenn der gleich dreht er wieder seine Runde und dann werde ich wieder auffliegen. Das würde mich ziemlich aufregen. Und der. Ey, der holt mich ja schon fast schon wieder weg. Kann er nicht sein! So. Der Comic hat schon wieder Körperschild. Ist auch seine einzige Masche. Ich versuch mal in dieses Lager einzudringen. Vielleicht kann man ja auch von da außen mal eindringen. Ey, wehe, 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 danke. Da war einer, das habe ich gesehen. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Der hat. Wie glücklich. Ich bin in der Tür und der holt nicht weg. Verdammter Scheißer. Komm. Nur weil der das kann, muss man einfach mal so sagen. Das kann sonst niemand. Und dann ist er einmal jemand, der das kann. Und dann holt er hier. Ohne Gnade holt er sämtliches Stück Asche. Der holt alles weg. Alles holt er weg. Schon wieder, der. Ey, cranky old man, der ist ja genauso. Der holt einfach mal tausende Sachen weg. Holt er einfach. Musik, ja. Ist ein bisschen im Arsch. Ich gehe jetzt mal rein. Ich versuche mal da in die Tür zu werfen. Nicht getroffen. So halb zumindest. Und was ist jetzt hier los in dem. In dem Rebellantenlager. In dem Rebellantenlager. Ist hier noch was los? Nö, anscheinend nicht. Nichts mehr los, außer da. Ach komm, ich geh wieder raus. Jetzt ist eigentlich, bin ich jetzt hier in dieser Zone gut. Eigentlich. Ach, hier kommen sie raus. Dass ich das jetzt erst merke. Oh Mann! Jetzt nerv hier nicht rum! So. Ernsthaft. Ernsthaft, so. Von wo greife ich an? Ernsthaft, der Ach so. Ich bleib hier aber auch auf der Stelle jetzt. Das ist mir zu weit weg alles und da es wundert mich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die dann von da so gut teilweise zoomen können. Während ich grausig auch schon bei dem Zoom sehr am Kratzen bin. Thermalimploder. Hab ich. Kann ich ihn noch vernünftig nutzen? Das ist ja die Frage. Ja, endlich mal wieder. Ja, das ist. Komm, hau ihn weg, hau ihn weg! Ernsthaft, die DF9 bleibt einfach stehen. Der Rebellen visiert unseren Kampfläufer an. Einfach mal einen Detonator raushauen. Ja. Ich wusste nicht, ob er AFK ist oder nicht. Ploder geht raus. Ah, Mist. Hat leider nichts geholt. Oh, das ist ja Han Solo. Scheiße. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Ist hier auch noch Luke Skywalker?
Rebellen haben den Ablenk. Die Rebellanten! Ah, Mann, dass der mit der DH-17, dass der damit echt so viel, so weit kommt und jetzt geht es gar nicht mehr rund. Also nach dem anfänglichen, sehr, sehr guten Teil von meiner Seite ist jetzt nur noch Müll drin, ne? Lächerlich. Ich schalte auch mal wieder um. Ja, so viele Rücken davor, wirft jetzt einer einen Plauder rein, dann war's das. Aber ich, wie gesagt, ich bin auf diesem Feld auch nur gut, wenn ich drinne bin. Ein feindlicher Bomber hat unseren AT-AT als Ziel erfasst. Ja, er ist wieder voll. Mist, ganz, ganz schwach. Die Rebellen haben den Ablink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Sehr schön. Das war Glück, ein bisschen zumindest, auf jeden Fall. Ja, okay. Die Bomber der Rebellen haben unseren Kampfläufer als Ziel. Och man, ernsthaft wieder diese Scheißer! Wie sie mich mittlerweile aufregen. Sowas Lächerliches. Da ist einfach mal so eine... Ernsthaft. Scheiß Blaster. Och man, wieder treffe ich nicht. Ich muss das mal üben. Feindliche Wildings nehmen die Kampfläufer aufs Korn. Ja. Und es geht so bergrunter nach. Und ich ziehe meine Aus... Ja. Du siehst sie nicht. Und das liegt dann daran, weil ich nicht mehr so konzentriert bin. Definitiv nicht. Nach tausenden Folgen Produktion ist jetzt die Grenze irgendwie erreicht für mich, aber ich mach weiter. Kein Kill, das wäre auch zu glücklich, wenn man einen Kill kriegt für was. Ja, schlechte Aktion am Ende nach sehr, sehr guten Beginn, aber dafür, dass wir... Ja, okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.